weiteren Video, meine Freunde. Oh mein Gott, Leute. Heute ist mal wieder eines der Videos, wo wir Sachen schenken. Und zwar schenke ich heute einer Person was, mit der ich schon lange nichts geschenkt habe. Eigentlich habe ich dir noch nie was geschenkt, außer einmal eine Kamera. Und darum geht es auch, Leute, denn das war für eine sehr, sehr lange Zeit mein Kameramann. Und dem will ich auf jeden Fall heute was zurückgeben. Und zwar fragt er mich schon seit Jahren gefühlt, wann machen wir endlich mal wieder ein Video mit dem Quad. Wir hatten mal früher einen Quad gehabt. Und seitdem fragt er die ganze Zeit, können wir mal wieder ein Video mit dem Quad machen? Quad-Video, wann machen wir ein Quad-Video? Und ich habe meine wunderschönen Partner von MiWeber angefragt, ob die mir zwei Quads schicken können. Und Leute, das ist ohne Spaß. MiWeber ist ein nicer Partner. Wir haben am Dienstag haben wir Frage gestellt und am Mittwochmorgen ist es losgeschickt worden. Also Ehre geht auf jeden Fall raus. Tim weiß aber nicht, dass wir zwei haben. Tim habe ich wieder gesagt, wir haben nur eins. Und das zweite gehört dann ihm, Leute. Das verstecken wir dann noch so ein bisschen. Okay, meine Freunde, wir sind da. Oh yeah, baby. Wir haben einmal rot, das ist meins. Ihr seht auf jeden Fall, das ist ein bisschen kleiner als das hier. Guckt euch das Ding an, Alter, das ist richtig krank. Das wird nachher Tims sein. Sexy, Alter. Aber Leute, es gibt einen kleinen Twist an der ganzen Sache. Und zwar, wie ihr vielleicht hört, es ist kein Motor drin, sondern es ist Elektro, Leute. Das Elektroauto hat keinen Motor mehr. Und die sind so krank schnell. Wenn wir einen Quad schenken, brauchen wir natürlich auch eine riesige Schleife. Oh yeah! Hol mal raus den Aal. Leute, das sieht dann richtig offiziell aus. So, oder was? Junge! Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen scheiße platziert. Oh yeah! Ja, oh. Oh mein Gott, Leute, das ist ja so nice. Es gibt nur ein ganz kleines, aber wirklich nur minimales Problem mit dem Quad. Nur ganz klein, das ist ein Tipp. Kleiner Fehler, also es ist wirklich nicht schlimm. Also wirklich keine große Sache. Johannes, willst du das Ding mal anmachen? So, dann gib mal Gas. Das Scheißding ist einfach kaputt, Alter, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie genau das kaputt gegangen ist, aber wir haben heute den ganzen Tag versucht, das irgendwie zu reparieren. Mein Dad hat versucht, dran rumzuschrauben. Mein Dad hat es nicht geschafft, da haben wir noch einen Techniker geholt, der da rumgeschraubt hat. Das Ding scheint wohl irgendwie auf dem Weg von Bayern... Hupen kann es. Das Ding scheint wohl irgendwie auf dem Weg von Bayern zu Köln irgendwie kaputt gegangen zu sein. Aber Tim wird sich auf jeden Fall im ersten Moment freuen und dann komplett enttäuscht sein. Wir machen das Video trotzdem scheiß drauf. Wir können es ja danach reparieren. Lea und ich sind außerdem vorhin auch schon gefahren. So, Lea testet jetzt das Quad aus. Let's go. Geben Sie Vollgasi! Und wir stoppen! Und Flash war auch mit dabei. Ich würde sagen, wir schieben es mal an die richtige Position. Danke auf jeden Fall an die Weber, Alter. Nee, aber... ich glaube, die konnten da nichts für. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist schon ein bisschen nervig. Tim wird sich erst so richtig freuen und dann wird er einfach nur denken, was sind wir für Nein, aber irgendwann machen wir dann eine richtige Quad-Tour, wenn das dann auch repariert ist. Guck mal, wir haben extra ein umweltfreundliches Quad geholt. Extra mit Elektro. Aber Greta wäre jetzt trotzdem enttäuscht. How dare you? Ey, das erinnert mich an eine Sache, die wir gemacht haben, Johannes. Was denn? Du hast mich doch mit deinem neuen Auto abgeholt. Ach so, ja. Wir schauen rein. Hey Johannes, bist du's, Digga? Seit wann kannst du Auto fahren, Bro? Johannes überrascht mich mit einem nagelneuen Tesla Model 3. Da habe ich meine Chance ergriffen. Hä? Wo ist das Lenkrad? Oh. Spaß. Das war alles so gespiegelt. Okay, nein, for real. Das ist das Auto von Johannes' Bruder. Aber Leute, ihr wisst ja, Tesla hat eine sehr schnelle Beschleunigung. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine 0 auf 100. Let's go. Okay, 0 auf 100, let's go. Ja, war auf jeden Fall nice, war ein geiles Auto, Johannes, aber da ist ja doch was passiert am Ende, ne? Bruder, was ist ganz dringend los gerade? Ich mag dieses komische neue Auto nicht. Oh mein Gott, Digga. No way ist das gerade passiert, Digga. Nein. Nein. Er wird sich so freuen, es tut mir so leid. Wir warten eine Runde auf Tim und dann geht's los. Ja, mit gestern, als das Quad gekommen ist, wusste ich schon, ja, dass es kaputt ist. Und deswegen dachte ich eigentlich, wir sagen das ganze Video ab. Weil das der Quad nämlich gestern auch noch kaputt war, das mussten wir nämlich auch noch irgendwie reparieren. Also irgendwie ist da was auf der Fahrt kaputt gegangen. Ach, guck mal, was ich dann Tim heute Morgen geschrieben habe. So richtig froh, so richtig fake froh. Oh Tim, wir haben das Quad tatsächlich noch irgendwie repariert bekommen. Sehr nice, also das funktioniert jetzt wieder. Nein, das funktioniert nicht, Tim. Es ist einfach nur im Arsch und du hast es. Ah, da ist er! Der Mann der Begierde! Ah.
Junge, du hast dir lange gewünscht. Ich hab's noch nicht. Du hast dir lange gewünscht, dass wir ein Quad-Video wieder machen, ne? Ja, das ohne Witz, wie lange ist das her, dass wir das Quad machen? Digga, das ist Match mit unserer Hoodies, Digga. Oh, shit. Oh yeah, baby. Yeah. Oh yeah. Ich würde sagen, wir machen mal einen Test-Drive. Das Ding ist wirklich nicht langsam, ne? Glaub mir. Das ist geisteskrank. Das ist geil, oder? Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder langsam. Ja. Wie geil ist das? Und? Was geht so? Was geht so? Ja. Ja. Ich stehe jetzt hier mit dem Quad. Hä? Bruder, wir haben noch ein zweites Ding. Nee. Für dich, Digga. Nee. Ja. Was? Ja, Digga. Was? Guckst du dir an, Bruder. Was? Und so. Ja. Bruder! Krass. Geil. Was? Wir können damit die ganze Runde. Das ist heftig, oder? Junge. Das ist richtig nice. Junge, ja, Digga! Sagen, das Einzige, was jetzt passiert ist, ist das hier, Digga. Oh, Junge, ja! Gott. Ich wollte schon immer meine Tim überraschen, Digga. Alter, was? Vor allem, wie geil sieht das bitte aus? Heftig, oder? Richtig krank. Das sieht mega heftig aus. Ich würde sagen, warte. Digga, bist du bereit für eine kleine Quatschmann, Bro? Bis 60 km/h geht das. Digga, das kann richtig Gas geben, Alter. Ich würde sagen, du musst einfach nur den Schlüssel reinmachen, dann kannst du hier Gas geben. Und dann kannst du hier musst du einfach zack und dann kannst du Gas geben. Oh, da ist Gas. Ja, hier, da musst du. Bremse ist egal, ne? Ja, Bremse ist scheiße. Okay, let's go. Sehr wie nett. Geh mal auf Seite. So, ist das halt. Und hier. Du musst nur Gas geben. Echt? Hä? Nee. Hä? Ach du. Das ist das Kaputte. Das ist kaputt. Ach du, ich wusste es. Wieso hab ich das nicht gewusst? Scheiße! Ich hab's gewusst. Wieso hab ich das nicht gehabt? Der sagt mir noch, das ist kaputt und dann, die haben ein neues geschickt. Mann! Es ist einfach kaputt, Digga. So, also pass auf, die beiden wurden uns nagelneu geliefert. Und das ist einfach komplett im Arsch. Ich weiß nicht warum, es funktioniert nichts. Gib mal Gas, gib mal das, Tim. Mmh. Aber ey. Ja, Feeling ist auf jeden Fall das gleiche. Ich sag's so, wie es ist. Aber hier sind wir noch nicht zu Ende. Steh auf. Steh auf, Bruder, steh auf! Was? Steh auf, Junge! Wir haben natürlich noch eine Sache, die funktioniert. Ja! Ja, Digga! Junge, das ist ein Witz, aber komm, ich kann sogar fahren. Mega, oder? Ich guck schon wieder. Ey, Real Talk, wir haben uns so aufgeregt, pass auf. Wir haben die ganze Zeit mit einem Techniker versucht, das irgendwie zu reparieren. Das klappt einfach nicht. Aber ich gebe dir hier mein Versprechen, wir reparieren das und dann fahren wir irgendwann damit. Ja. Das Ding ist, Leute, in Wirklichkeit steht das gar nicht. In Wirklichkeit ist das einfach so unfassbar schnell, dass es dreimal um die Erde fährt. Und deswegen sieht das aus, als ob es steht, weißt du? Das steht gar nicht. Doch, das ist mega schnell. Wow, oh mein Gott, das ist fast umgefahren. Pass auf. Wow, guck mal, es fährt gerade 60 km/h. Was? Es fährt gerade 60. Ach du Scheiße. Warum steht das auf 60, Junge? Hä? Was ist da los, Digga? Das ist kaputt. Dreimal die Weltumrunde. Komm hinten drauf, Junge. Warte doch. Das ist eine Sache, die wir machen können. Alter, das ist echt nicht schlecht. Wie das Bock gerade, Alter, mit deinem Quad. Das wäre so geil, man glaubt mir, das wäre der Hammer. Ja, ich weiß. Danke. Okay, Leute, wenn wir nur ein Quad haben für drei Personen, dann würde ich sagen, fahren wir doch einfach alle zu dritt auf einem Quad, oder? Ja! Ja. So schnell. Tim, du kennst doch dieses bestimmte Sprichwort, don't drink and drive, ne? Das ist richtig. Also man darf nicht beim Fahren saufen. Gut, dass ich eine Alkoholbrille mit dabei habe. Als ob du dir jetzt wirklich mitgenommen hast. Tim, setz die Scheiße auf. Ui, ui, Tim, durch die Brille bekommt man keinen wirklichen Alkohol. Was ist der Schlüssel? Tim, man redet ganz normal mit der Brille. Hm, was ist los? Jetzt auf einmal kannst du wieder normal reden. Tue ich die ganze Zeit. Ui. Guck mal, du kannst es. Ja. Yay. Ja! Oh! Hä? Hey, da ist der Baum! Officer, hallo? Einmal bitte absteigen. Wir machen ich hab keinen Führerschein. Ich hab einen Führerschein. Wir machen kurz einen Alkoholtest. Wir machen jetzt kurz einen Alkoholtest, okay? Ich glaube, Sie sind alkoholisiert. Kann das sein? Nein, nein. Hey! Hallo? Ach, es ist einfach schön, hier die Natur zu genießen, Alter. Ist das nicht nice hier? Ach, einfach nice. Weißt du was? Weißt du was? Du kennst doch dieses Segment, wo ich Leuten 100 Euro für irgendwelche dumme Scheiße gebe, oder? 100 Euro ist gut, aber dumme Scheiße. Tim, wie wäre es, wenn du für 100 Euro diesen mega steilen Berg hier runterfährst? Soll das schon machbar sein, ja? Also hier runter, ne, Tim, mit dem Quad. Das soll ich jetzt machen.
Ja, du sollst es machen. Ich sag mal so, wie es ist, ich würde es nicht machen. 150 Euro. Fick, wirst du auf zu verhandeln, mach. Ja, ey, aber Helmpflicht gilt auf jeden Fall auch hier in den Wald. Setz den Helm auf. Just gonna send it. Just gonna send it. Oh mein Gott, der Typ hat das gesagt und nach ist das passiert. I'm still gonna send it. Ja, mein Herz kommt so unfassbar, Digga. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. What the fuck, Digga? Fuck, man. So, Tim, weil das jetzt dein Quad ist, kannst du es ja als. Ich's wegschieben, ne? Kannst du es ja wegtun, ne? Los! Es ist so traurig, das jetzt hier zu schieben. Ich möchte sterben. Der Abschleppservice ist da. Sie werden jetzt abgeschleppt. Das ist jetzt das erste Mal, dass das Ding fährt. Oh mein Gott, da hinten kommt es. Oh mein Gott, das ist so schnell. Alter, what the fuck? Megaspeed.